Man könnte meinen, die Abkürzung GroKo stünde für Krokodil. Die namensverwandten Reptilien liegen gerne träge rum, schnappen ab und an noch zu, sind vor allem aber seit Urzeiten am Start. Gilt zugegeben nicht für alle Mitglieder in Kabinett und Bundestag, aber Fakt ist, die größte Gruppe der Abgeordneten im Parlament bilden die 50- bis 59-Jährigen. Tja, woran liegt es, dass wir von Krokodilen regiert werden? Wo bleibt die Jugend? Okay, gäbe es mehr junge Köpfe in der Politik, hieße das ja auch nicht automatisch, dass aus selbigen auch jüngere Ideen rauskämen. Wäre ja auch noch zu definieren, was ist das junge Politik? Sicher jedoch würde wohl anders diskutiert, die Debattenkultur wäre neu. Wir stellen Ihnen jetzt mal eine Politikerin vor, die mischt bereits ordentlich mit bei der CDU und das geht tatsächlich auch ohne Hosenanzug und Seidenbluse. Wir schauen gleich in den Jemen und in die Antarktis, aber erstmal schauen wir nach Hamburg zur Tagesschau mit Susanne Daubner. Die Antarktis, altgriechisch Antarktikos, heißt der Arktis gegenüber. Atemberaubend, hm? Die um den Südpol gelegenen Land- und Meeresgebiete sind ein Naturparadies, fast doppelt so groß wie Australien, wo die Internationale Kommission zur Erhaltung der Meeresschätze ihren Sitz hat. Bei der haben Deutschland und die EU beantragt, einen Teil der Antarktis zum Meeresschutzgebiet zu erklären. Denn das Paradies ist in Gefahr. Und darin sind sich Regierungen und Umweltorganisationen mal einig. Und dieser Dame hier wünschen wir auch einen guten Rutsch für Südkorea. Skeletonfrau Jacqueline Lölling aus dem rheinland-pfälzischen Brabach. Die donnerte zuletzt mit weit über 100 km/h im Eiskanal in Königssee direkt an die Weltspitze.